Hallo und herzlich willkommen hier bei GameStory und zu einer weiteren Folge der Geschichte der Videospiele im Jahre 1978. Ja. Was ist hier schon wieder los? Spinnt das hier schon wieder? Eigentlich nicht. Naja, gut. Wird schon passen. Vielleicht. Und da. Das ist eigentlich alles gut. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir legen gleich los. Und. Ich bin noch etwas unsicher, was hier die Internetleistung angeht. Aber aktuell wird schon passen. Ja, wir fangen an, ganz in der Tradition. Immer fast schon. Nummer 1805. Mit ja, mehr oder weniger zwei Spielen, die ich gleich am Anfang spielen kann, weil es sind zwei Spiele in einer Disc oder einer Cartridge. Das gab es damals noch nicht. Disc war noch weit entfernt von realisierbar. Deshalb eher Cartridge. Wir sind weiterhin beim Odyssey 2. Wir haben mit dem Odyssey 2 aufgehört letztes Mal und wir starten wieder mit dem Odyssey 2. Und zwar mit, da ist es, Mathemagic und Echo. Ja, und das sind zwei Spiele. Und Mathemagic ist ein elektronischer Rechenlehrer. Der Spieler kann bis zu drei Varianten von mathematischen Spielen wählen. In der ersten Variante muss der Spieler normale mathematische Aufgaben lösen. Er wählt zunächst die Art der Operation, Addition, Subtraktion, Multiplikation oder Division, dann die Schwierigkeitsstufe 1 bis 3 und bekommt dann die Aufgabe gestellt. Er muss die Antworten eintippen und der Computer registriert die verstrichene Zeit und die Anzahl der aktuell gelösten Aufgaben. Gelingt es dem Spieler zweimal nicht, eine Aufgabe zu lösen, ist das Spiel zu Ende. Bei der zweiten Variante werden algebraische Aufgaben angezeigt. Der Spieler wählt die gewünschte Schwierigkeitsstufe 1 bis 3 aus und muss die fehlenden Variablen zu jeder Aufgabe eingeben. Und die Regeln sind dieselben wie bei der ersten Variante. Ich glaube, wir sollten erstmal mit der ersten anfangen, damit wir so nacheinander die abarbeiten können. Weil ich denke mal, es ist 1, 2 und 3. Ja, da kann ich jetzt quasi plus, minus, mal, geteilt auswählen. Wir machen mal plus und nehmen mal Skill 2. Aha, okay. Fängt ja schon mal super an. Ah ja, das Problem ist hier natürlich, man muss es andersrum eingeben. Von rechts nach links, was ein bisschen bescheuert ist, aber ja, das ist halt so. Nein, nicht. Okay. Ja, genau. Wir können auch noch was anderes machen, zum Beispiel Minus und machen mal den Skill 3, da kommen dann die dreistelligen Zahlen raus. Ich habe doch Minus eingegeben. Habe ich Plus gemacht? Bin mir ziemlich sicher, dass ich Minus gemacht habe.
mir ziemlich sicher, dass ich 2 gemacht habe. Warum kommt dann trotzdem Plus? Also ist merkwürdig. Okay, machen wir mal 2, die algebraischen Aufgaben. Kann ich vielleicht hier das eingeben? Ah, das muss ich hier direkt mit dem Plus, Minus und so machen. Uff. Oh. Ah. Okay. Okay. Ach so, oh Gott. Ach, mit Minus mag ich das nicht. Mach Plus. Damit kann ich mehr anfangen. Ja. 5 ist 100. Oder vielleicht auch nicht. Nochmal 5 ist 10. Zehn ist 105. Nein, nach andersrum. Ah, okay. Nee, es wird nicht besser. Ach, weiß jetzt zwei. Gott. Okay, kriege ich auch noch was hin? Ne? Anscheinend ja. Hm. 60. Und bei der dritten Variante handelt es sich um eine Additions-Ultra-Multiplikationstabellenspiel. Der Spieler wählt die Addition oder Multiplikation und dann die Zahl, die er üben möchte. Ja, das ist dann so ziemlich das, ja. Kommt man quasi mit 1 an und dann 0 plus 1. 1 plus 1. 2 plus 1, 3 plus 1, 4 plus 1, 5 plus 1, 6 plus 1, 7 plus 1, 8 plus 1 und 9 plus 1. Und dann geht's mit 2 weiter. Und das geht dann immer so weiter. Ich weiß gar nicht, wie weit das dann prinzipiell gehen würde. Ey. Nein, ich hab doch die...
Und immer so weiter und immer so weiter und weiter und weiter und weiter. Ja, juhu, Mathematik. Ich sag's immer wieder, wer spielt das nicht gerne? So, jetzt haben wir noch ein wesentlich interessanteres Spiel und zwar Echo. Naja, habt ihr interessant, das ist egal. Das ist ein grundlegendes Simon-Spiel, wie es von Ralf Bär erfunden wurde. Vierfarbige Zahlen, Rot, Blau, Grün und Gelb, werden auf dem Bildschirm angezeigt. Eine davon leuchtet auf und ein Ton wird abgespielt. Dann ist der Spieler an der Reihe. Er muss mit der leuchtenden Zahl übereinstimmen. Dann leuchtet die erste Zahl auf, gefolgt von einer zweiten. Der Spieler muss die richtige Zahl finden und die Anzahl der leuchtenden Zahlen steigt unaufhörlich weiter an. Gelingt es dem Spieler dreimal nicht in Folge zu viel spielen, ist das Spiel vorbei. Ah, fuck, noch einmal 4. Ah.
Scheiße, war es jetzt hier die 4 oder war es die 1? Hit! Ach, zweimal die 3. Ah, scheiße, das war die 1. Oh Gott, jetzt ist es vorbei. Nein, 17! Au! Okay. Hallöchen, Flugify, Sensor. Simon Says, ähnlich. Also eigentlich Simon Says. Aber ja, hieß dieses Ding nicht Sensor? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber der Grund, das grundlegende Spiel ist ja Simon Says. Oder Simon sagt, oder wie nennt man das bei uns noch? Ich weiß es gar nicht. Ja, aber mit 17 bin ich vollkommen zufrieden. Bevor ich schon über 15 gekommen bin. Ah, wunderbar. Wunderbar. Das funktioniert mit Musik ziemlich gut, finde ich. Be also bei mir zumindest besser, als wenn ich irgendwie einfach nur Buchstaben oder so abtippen müsste. Mit Musik funktioniert das bei mir um einiges besser. Nummer 1806, das nächste Spiel, was wir spielen können, das ist, ja, entweder ist es eine Fortsetzung oder es ist ein Vorgänger. Ich glaube eher, dass es eine Fortsetzung ist, die gemacht wurde, oder bis jetzt eine Vereinfachung. Sagen wir, das ist eine Vereinfachung, glaube ich. Das würde wahrscheinlich eher dazu passen. Wir müssen nur schnell einmal die Pedals dann brauchen wir Integer, Basic. Dann den File Manager, die Kassette. Das ist da. Tape, Play, Load. Wird mal wieder nicht gezeigt. Wunderschön, obwohl eigentlich müsste es hier capturen. Jetzt mal wieder nicht. Könntest du es bitte mal wieder capturen? Was ist denn jetzt wieder? Schaut der das wieder nicht, ey. Manchmal frage ich mich, jetzt hat nach 10 Jahren mal wieder. Also, was wir jetzt haben, ist Maze Game. Das ist eine frühe Kreation von Silas Warner, die ähnlich wie Escape mit fast identischer Anzeige den Weg für die 3D-Ego-Perspektive in Heimcomputerspielen ebnete. Der Computer generiert ein Labyrinth von benutzerdefinierter Größe, 3 bis 18 Kacheln in jeder Dimension und zeigt ihnen die Karte von oben. Dann werden sie in die 3D-Ansicht geworfen, wo sie versuchen, es erfolgreich zu durchqueren. Einige zusätzliche Funktionen lassen sich einschalten. Die Möglichkeit jederzeit, die Karte zu konsultieren, ein Kompass, um sich zu orientieren und das Hinterlassen von Spuren auf dem Boden. Also es ist quasi tatsächlich... Boah. Ruhe jetzt. Es ist tatsächlich eine vereinfachte Version ohne die KI-Leute, die da rumrennen. Also du kriegst dann immer die richtige Position angezeigt. Und du kannst auch die Größe des Labyrinths bestimmen. Was ja interessant ist. Und Silas Warner haben wir schon gelernt. Und wie Flogi Kali das letzte Mal im Stream schon meinte, Castle Wolfenstein ist ja auf dem Apple II zuerst erschienen. Silas Warner ist der Erfinder von Castle Wolfenstein. Das ist neben dem Escape Maze Game seine ersten Spiele gewesen. Wir werden mal ein 10 mal 10 machen. Das hätte ich gerne, ja. Das brauche ich nicht unbedingt. Das ist auch noch ganz okay.
Das Problem ist ja auch wieder mit der Pedalsteuerung. Er läuft automatisch. Ich weiß nicht warum. Irgendwie scheint die Pedalsteuerung mit MAME nicht so richtig zu funktionieren. Oder ich weiß nicht, wo er den Input hat, dass er ständig eine Taste gedrückt bekommt, obwohl ich keine ausgewählt hätte. Also ich weiß nicht, woran das liegt. So, und wir müssen nach unten rechts. Das heißt, wir müssen eh dann beim ersten Mal dann schon nach links abbiegen. Ich kann mal ein bisschen Musik machen. So, und er geht jetzt quasi automatisch. Warte mal. Wir sind doch. Wir sind. Achso, nee, wir sind unten. Achso. Ja, da müssen wir jetzt ja schon nach oben. Aber es wird schon zu spät sein, denke ich mal. Ich werde schon nicht mehr rüberkommen. Ja. Doch, ich. Nee, ich komme nicht mehr rüber. Ich muss es wieder umdrehen. Ja, ich weiß nicht, warum der jetzt automatisch läuft. Eigentlich sollte das nicht tun, aber da das mit Pedalsteuerung ist. Nur mal schauen, ob ich das irgendwie noch hinkriege. So, jetzt müssen wir ganz nach hinten gehen, wenn ich das noch richtig in den Kopf habe. Genau, ganz nach hinten und dann nach rechts. Also eigentlich muss ich natürlich selber nach vorne gehen, aber ich weiß nicht, was es auslöst, dass er die Taste automatisch drückt. Es ist nichts angeschlossen, also die Tastatur. In der Tastatur tue ich nichts. Also ja, ich habe keine Ahnung, woher er den Input kriegt, dass er ständig nach vorne laufen soll. Muss dann auch immer mehrmals drücken, bevor er dann mal die Tastatureingabe annimmt. Wo muss ich jetzt rein? Gib mir die M-Taste. Oh, ich muss schon beim ersten Mal rein. Scheiße. Zu spät wahrscheinlich. Ah, nein, ich bin doch gerade noch durchgekommen. Das muss ich eh erst einmal schön geradeaus. Jetzt glaube ich einfach nur geradeaus. Das finde ich auf jeden Fall ein viel angenehmeres Maze Game, weil du da selbst eben entscheiden kannst, wie schwer du es haben willst. Ohne diese NPCs, die dir irgendwas andrehen, was vielleicht die Wahrheit sagt oder vielleicht auch nicht. Finde ich das schon viel besser so. Ich glaube, jetzt muss ich nach oben. Wir werden sehen, ob ich den richtigen Weg gegangen bin. Bin mir nicht ganz sicher. Nein, das war der falsche Weg. Muss noch weiter nach unten. Und dann muss ich erst abbiegen.
dann einfach nur noch nach oben und dann bin ich durch. Das heißt, jetzt dann einfach nur nach oben und dann einfach nur dem Weg folgen und ich bin durch. Ja, Freiheit! You made it! Jetzt machen wir ein 18x18, also ein großes. Keine Map. Keine Direction, where I going, aber die Tracks auf dem Floor lasse ich schon, damit ich nicht komplett verlost bin. Und so versuche ich jetzt das Maze zu durchqueren. Ah, es wird lange dauern. Oh je. Oh je. Warum tue ich mir das an? Ich muss auf jeden Fall beim ersten Mal gleich ganz nach oben. Oben, dann bei der dritten raus nach links, nach unten. Oh je. Bei der ersten gleich nach oben. Und dann nach oben, bis es nicht mehr geht. Und dann... Es ist eigentlich gar nicht so ein schwerer Weg. Ich darf bloß nicht irgendwo mal nach oben abbiegen. Also sprich, einmal nach oben, bis es nicht mehr geht. Dann eigentlich nur nach links, nach unten... Da werde ich einmal mal kurz anstoßen, aber dann so nach links, 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 bis ich irgendwann nur noch nach oben kann. Dann muss ich eigentlich immer nur nach oben gehen. Okay. Ja, ich werde es trotzdem nicht hinkriegen. So. Also, gleich die erste nach drüben. Weil Map habe ich keine. Die Map habe ich nämlich ausgemacht. Krieg auch keine. Das bin ich... Drücke, es ist keine da. Ich muss mich jetzt einfach nur darauf verlassen, dass ich das hinkriege.
So. Die zwei Ausgänge nach links ignorieren wir mal. Jetzt gehen wir nach Norden. Und da müssen wir, glaube ich, schon rein. Ja. Nein! Ist schon früher drücken müssen. Na egal. Ich drück einfach nur nach rechts. Irgendwann, dann will ich schon drüber gehen. So, und jetzt muss ich eigentlich immer nur in die Richtung erstmal. Da muss ich einmal nach rüber, weil da ist dann quasi schon der die Blockierung. Und jetzt muss ich dann irgendwann nach links, um nach unten zu kommen. Aber war das schon hier oder muss ich noch weiter? Ich gehe mal weiter. Ich glaube, hier muss ich nach unten. Ich hoffe, ich liege richtig. Da muss es wieder nach rechts gehen. Ja, damit liege ich richtig. Okay. Ab dann weiß ich nicht mehr wirklich weiter. Ich muss auf jeden Fall immer noch straight nach drüben, bis es nur noch nach oben geht. Jetzt. Wenn ich mich nicht ganz falsch sehe, dann müsste ich eigentlich jetzt schon am Rand sein. Oh oh. Oh verdammt. Vielleicht auch nicht. Oh. Wir müssen mal hier nach drüben gehen. Ganz normal weiter. Und jetzt dann nach rechts. Oh, verdammt. Okay, nicht nach rechts. Dann gehen wir die anderen Wege entlang. Es könnte aber richtig sein. Könnte. Ich hätte die Map vorsichtshalber aktivieren sollen, aber dann nur öffnen, wenn es wirklich nötig wäre.
Ich habe keine Ahnung, wo ich mich befinde, aber ich glaube, ich bin nicht mehr richtig. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Das geht schon viel zu lange. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Oh nein. Ah, das ist so mies. Da ist eine Wand. Oh, Scheiße. Warum musste ich auch meine Klappe aufreißen? Ah. Ist auch eine Wand. Super. Ich drück nach rechts, hey! Dreh wieder um. Ich hab doch nach rechts gedrückt. Irgendwo falsch abgebogen. Das ist nicht gut. Viele Wege. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ach nö. Ah.
gehen wir mal hier geradeaus weiter. Da sind wir nämlich noch nicht entlang gegangen. Da ist wieder eine Wand. Ich weiß nur, dass am Ende so vier Wege waren. Der letzte war dann der, wo es rausgegangen ist. Das ist hier auch wieder nicht der Fall. Oh, aber das sieht mal wieder nach einem langen Gang aus. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich hab keine Ahnung, wo ich entlang gehe. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo bin ich nur? Oh nein. Ich warte ja nur darauf, dass ich irgendwann irgendwo wieder anstoße. Aber irgendwie aktuell. Ah! Gut. Jetzt stoße ich wo an. Oh Mann. Ich habe keine Ahnung. Wo bin ich gerade? Oh nein. Wenn ich da komplett wieder zurück muss, oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Nicht richtig, so viel ist schon mal sicher. Soll ich denn überhaupt weitermachen? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss.
Ich hätte mir wenigstens die Karte tatsächlich noch mitgeben sollen, weil... Hier sind jetzt recht sehr viele Ausgänge, lustigerweise, aber die sollten ja eigentlich links von mir sein. Aber vielleicht ist es das. Vielleicht. Weil es schaut schon sehr danach aus, aber es kann es eigentlich nicht sein, weil die müssten eigentlich links von mir sein, nicht rechts von mir. Oh je, oh je, oh je. Ich weiß nicht, wo ich falsch abgebogen bin. Frage ist, wo bin ich lang gegangen? Okay, hier bin ich schon mal lang gegangen. Hier auch schon. Okay, warte, dann muss ich... Dann war ich hier schon überall. Dann muss ich jetzt hier einfach wieder geradeaus. Oh nein. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. War ich da drüben schon? Nee, hier war ich noch nicht, okay. Sackgasse. Ich würde echt gerne wissen, wo ich mich gerade befinde. Aber ich muss wirklich komplett vom Weg abgekommen sein, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ah.
War ich jetzt schon an beiden? Nee, ich muss jetzt wieder nach links. Und auf der anderen Seite war ich schon. War ich da schon drin? Muss ich fast, weil danach, da geht's nicht mehr weiter. Ja. Oh Gott, ich werd nie rausfinden. Niemals! Hallöchen, Trinan! Vorhin gesehen, du hast Futter gestreamt. Was hast du denn? Warte mal, da war ich noch nicht. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Was gab's denn Leckeres? Wollte dich raiden, aber Twitch sagte, nö, geht nicht. Es gab Hähnchenschnitzel mit Curry-Dip, Karottensalat und Kartoffel. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Und die ewige Suche nach dem Ausgang geht weiter. Und Tridan, was war deine erste Konsole, / PC und erstes Spiel? Erinnert mich an den Bildschirm von Windows 98 oder was? 95? Ah, das habe ich keine Ahnung. C64. Mit Ölmagnat. Das ist auch interessant. Oh, wieder zwei Wege, wie schön. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich bin. Du meinst die Chiana Sisters. Quasi das. Die Antwort von Commodore auf Super Mario war nie sehr erfolgreich. Aber Joysticks zum Kaputtmachen gebracht, ja. Alter, was ist denn das für ein langer Gang jetzt? Ein langer Gang, der direkt in eine Ecke führt. Yes! Cool! Dankeschön und wieder zurück. Alter Schwede.
Das Tridan ist übrigens eins der ersten Spiele von Silas Warner, der dann später die Castle Wolfenstein-Reihe gemacht hat. Und eins der ersten, ja, Ego-Spiele, richtigen Ego-Spiele, die es gab, in 3D-Umgebung. Das ist der Vorreiter von Castle Wolfenstein. Wir gehen mal geradeaus weiter. Oh, das sieht nach Ende aus. Das könnte sein. Das könnte das Ende sein. Wenn jetzt hinten noch links weggeht, dann das könnte das Ende sein. Oh, bitte lass es das Ende sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon! Nein! Ach, komm schon! Es sah jetzt so nach Ende aus. Verdammt. Ja, hier war ich schon. Aber ich war dem anderen Weg schon. Das ist dann quasi der Dingweg. Jetzt muss ich wieder schauen, wo ich wieder als nächstes hingehen kann. Ich weiß nicht, ob ich noch das Ende finden werde. Bin ich denn schon beide Wege gegangen? Hier bin ich schon gegangen. Warte mal, lass mich nochmal umdrehen und schauen, ob ich auf der anderen Seite schon war. Ja, war ich auch schon. Scheiße. Oh oh, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo ich noch hingehen kann. Fuck. Jetzt bin ich verloren. War ich hier drüben schon? Ah, hier war ich auch schon. Fuck. Ich habe keine Ahnung mehr. Jetzt bin ich komplett lost. Ich weiß es nicht mehr. Oh je. War ich hier schon auf beiden Wegen? Hier war ich schon. War ich schon hier drüben? Oh, ich war hier schon überall. Oh nein. Sehr spannend. Ja, ich hätte die Map nicht deaktivieren sollen. Ich hab mir eingeredet, ich schaffe das ohne Map und nur mit den Fußspuren. War eine blöde Idee. War eine blöde Idee. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich einmal falsch abgebogen bin, aber naja. Bis zu einem gewissen Grad wusste ich noch, wo ich bin, aber dann ist irgendwie.
bin ich irgendwo abhanden gekommen. Jetzt habe ich absolut keine Ahnung mehr, wo ich bin. Oh, ich war hier schon überall. Und da es auch wieder mit der blöden Paddle-Steuerung ist, kann ich nicht auch wieder schnell zurückgehen. Jetzt hat er wieder das mal angenommen. Ich versuche jetzt noch einen Weg irgendwie zu finden, wo ich noch nicht war. Und wenn ich da auch in eine Sackgasse laufe, dann lasse ich es, weil ich weiß, ich komme und ich werde nirgendwo mehr rauskommen. Ich werde irgendwann auch mal wieder weiterkommen hier. Und nicht hier auf ewig in diesem blöden Labyrinth feststecken. Ich meine, irgendwann werde ich den Weg finden, aber erst in 200 Jahren, wenn ich mir das so anschaue. Was aber zwei Personen sagen, für ein Spiel von 1978 ist das echt schon eine Nummer mit dieser 3D-Darstellung. Es ist da auch. Ah, scheiß drauf. Es ist da auch wieder ein Eck. Jetzt muss ich wieder. Nein. Okay. Scheiß drauf. Ah, blödes Ding. Blödes. So. Musik aus. Ah, nie wieder ohne Karte. Ist ja schrecklich. Aber es ist immer noch besser als das erste mit den NPCs und entweder ist die Karte okay, ich lüge nie. Die Karte könnte trotzdem falsch sein. Scheiß drauf. Der Kompass könnte dir die richtige Richtung anzeigen, aber vielleicht auch nicht. Nummer 1807. Das ist das nächste Spiel. Ich glaube, das ist auch wieder der Apple II, wenn ich nicht täusche. Ja, muss ja der Apple II sein. Heute gibt es so ganz viel Apple. Piep. Das ist einfach nur der Load-Befehl. Okay. Dann brauchen wir Kassette. Das ist. Wo haben wir sie denn? Da. Hast du dich jetzt aufgehangen? Das ist auch immer wunderschön, wenn sich der. Na, doch nicht. Gut. Wenn sich alles aufhängt. Wunderschön. So. Was wir jetzt das nächste spielen ist Memory Builder Concentration. Das ist eine Version des Konzentrationsgedächtniskartenspiels. Es kann von einem Spieler allein gegen einen zweiten Spieler oder gegen den Computer gespielt werden. Der Spielbildschirm enthält 20 Kästchen, in denen sich entweder Wörter oder Buchstaben verbergen. Ziel ist es, diese Paare zu finden. Das Spiel wird gespielt, indem man die Nummern von zwei Kästchen eintippt, deren Wörter dann aufgedeckt werden. Bei einer erfolgreichen Übereinstimmung werden die Wörter entfernt und der Spieler ist erneut am Zug. Wenn alle Kästchen geöffnet worden sind, gewinnt der Spieler mit den meisten Übereinstimmungen das Spiel. Es ist möglich, entweder mit Wörtern oder mit Buchstaben zu spielen. So. Da wir ja mit Trinan jetzt mal jemanden da haben, will denn der Herr Trinan mit mir Memory spielen? Wenn es schon mit zwei Spielern geht, warum eigentlich nicht? Ist ja nicht auf Zeit. Ja, das freut mich doch. Gegen einen anderen Spieler. DS Trinan. So, dann legen wir mal los hier. Okay. Du musst mir einfach bloß die zwei Zahlen nennen, die du haben willst. Also du kannst dir erstmal nur eine schreiben.
Es könnte ja schon sein. Okay. Okay. Ich darf noch mal, weil ich ja schon, weil ich eins richtig hatte. Ah. Okay. Bist du dir sicher, dass du die 5 noch dazu haben willst? Ich weiß, wo die andere V ist. 19? Oh. Oh, da habe ich ja gleich 2. 1, 5. 18, 19. 4? Ja. Hey, ich weiß. 9? Ah. Na, probieren wir mal die 10. Verdammt! Ich cheate nicht! Ah. Okay. Okay. Ach. Mann, ah. Scheiße. Was? Ich dachte, das A war auf der 17.
7 für mich, 3 für Trinan. Nettes Game. Ja, könnte besser sein. Also es ist jetzt nicht ganz schlecht, aber... Ich habe jetzt schon mehrere Memory-Spiele gespielt. Gibt es auf jeden Fall welche, die ein bisschen besser laufen als das. Ah, Trian ist dran. Da schau einer an. Trian darf anfangen. Okay. Nein! Nein!
Nein! Shit! Es wird knapp. Mann, hätte ich jetzt am Ende nicht den Scheiß gebaut. Ich mach nicht mehr mit. Ja, es war. Also mehr mache ich jetzt auch nicht. Also es waren die zwei Spiele. So. Nummer 1808. Dazu habe ich ein Video. Hey Mango! Zu Merlin, The Electronic Wizard. Und zu dem gibt es zumindest etwas sehr Interessantes zu erzählen, denn der ist einer der ersten Mikroprozessoren, Handhelds, die es jemals gegeben hat, wenn nicht sogar der erste. Und zudem habe ich erstmal zwei Werbungen aus dem Jahr 1978 und dem Jahr 1980. Und dann schauen wir uns dieses Gerät nochmal genauer an von jemandem, der es vorstellt. Jetzt habe ich erstmal die ersten zwei Werbungen. Also es kommt erstmal die von 1978, also relativ zum Start dieses Gerätes. Where's Merlin? Where did it go? Jenny's gotta play in tic-tac-toe. Now where's Merlin? When last seen it was out with Dad playing blackjack. Where's Merlin now? It's not there. It's out with Billy playing Magic Square. Merlin is a computer with personality. Plays six different games, talks with 20 sounds. Six penlight batteries not included. Where's Merlin now? Better come clean. In the kitchen with Mom playing Music Machine. Merlin from Parker Brothers.
Darf man nicht mit dem Telefon verwechseln. So viel ist mal sicher. Ja, natürlich wieder Musik. Wie früher immer. Alles, was mit Elektronik zu tun hatte, musste mit Musik sein. Und ja, der 2 Jahre später, der ist genauso. Merlin's a game that you can play. You can play it 6 different ways. Some like to play a tic-tac-toe. Others can test their skill at echo. Some play a tune on music machine or try to play blackjack 13. Merlin is 6 electronic games in one. It's really fun for most everyone in the family. 6 penlight batteries not included. With lights and sounds. 6 games in one. Merlin's a game that's lots of fun. Merlin, 6 electronic games in one. From Parker Brothers. Ja, das Internet stinkt heute aber wieder ganz schön ab, sehe ich gerade. Mal vielleicht einen anderen Server probieren hier. Irgendwie will er jetzt gar nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Er versucht es ja nicht mal. Ah, jetzt hat. So. Ah, dieses Internet, schrecklich. Dieses Internet. Man muss es einfach hassen. So, also und jetzt schauen wir uns noch eine genauere, aufschlussreiches Video an, das diesen Merlin zeigt. Hi, as promised, we're going to have a play around with the Merlin, the electronic wizard. You should remember this. If you were around in the late 70s, early 80s, this was basically one of the largest, if not the selling largest, toy for many years back then. It was one of the world's first electronic games that had a microprocessor in it. I've done a whole video on the history of this and teardown, which I'll link in. So we're just going to have a play around with this classic Merlin game. It's got 6 games built in. Oh, fantastic goodness. Let's go. We've got the original box here. We've got the original box, 6 electronics games, vocabulary of space age sounds, a powerful computer brain. Oh, can you outsmart Merlin? He's remarkably intelligent with lights, a powerful computer brain, and a vocabulary of 20 different sounds. He challenges you to beat him at these 6 games of strategy, memory, and skill. Tic-tac-toe? Well, you know, everyone knows how to play tic-tac-toe. Number player 0. War Games reference. Sorry, that's much later in the 80s. That's like 85. Music game. Here's your opportunity to compose music. Teach Merlin a tune of up to 48 notes and rest, then be entertained as he plays it back to you. So this was actually one of the first electronic synthesizers. As crude as it was, you can generate, you know, synthesize sounds and play them back. Echo, test your mental ability by repeating the sequence of notes played to you by Merlin. You can make this game easy or tough by selecting the length of the sequence. Now, this is actually quite similar to the competing product to this Merlin, which was the Simon at the time, or as it was known in the trade, Simple Simon, because it only played basically this one game, but they called it Echo here. But it's very similar to the Simon. But whether or not that is coincidence or not, I think it might have been because these were actually released at the same time. So unless they did some industrial espionage and knew what you know, the Simon was coming out, as far as I know, as far as I can ascertain, they didn't know at the time, and they just happened to be like similar kind of games. Anyway, we've got Blackjack and we've got Magic Square, which was one of my favorites back in the day when I was a kid, and Mindbender, discover the computer's mystery number. This game of logic is the ultimate challenge. To win, you'll have to read Merlin's mind. 6 AA batteries required. Patent pending. I've shown the patent in the previous one. It's a design patent for the case and you know, the look and feel, the form factor of the thing. And it's got all touch sensitive buttons. We've got the LEDs on here. So we've got 11 LEDs with 11 buttons and 4 function buttons down here. And
That's all she wrote. Power on off and a speaker. Oh, let's have some fun. And you've got to remember, it did all this, played 6 different games, including the sound synthesizing and everything, in 2K programmed words on a 4-bit processor. The TMS 1100. Amazing. And for those manual aficionados, we have the original manual for 1 or 2 players ages 7 to adult. Oh, have to let Sagan play this. Merlin, a remarkably intelligent computer. Through light sound, he plays 6 different games of chance, strategy, memory, logic, and skill. You can even teach him to play music. As you compete with him, you'll discover that Merlin is very talkative. He speaks with a unique vocabulary of 20 electronic sounds. No, there is no voice synthesizer. He just beeps and... 20 different beeps. With these sounds, he challenges you to a game, responds to your moves, and tells you when you've won, lost, or tied. It won't take you long at all to become familiar with each of Merlin's sounds. Lights are part of the action. And as you can see, the LEDs inside this thing are not great. I can remember as a kid thinking, oh, geez, they're, you know, a little bit dim, they're a bit pokey. These are actually manufactured by Texas Instruments Optical Corporation at the time. I don't know whatever happened to the optical division of TI, but I don't think it exists anymore. But they used to make LEDs. Who knew that Texas Instruments makes LEDs? Anyway, Parker Brothers, who manufactured this, gave a contract for 55 million LEDs. To TI. So not only were they buying the LEDs, but they were buying the processor at $2 a pop as well. And yeah, TI were very happy campers, and Parker Brothers at the time were one of TI's, if not TI's, biggest customer. Let's play tic-tac-toe. So we'll press new game, number 1. That gets us in, and we can either take the first turn, or we can get Merlin to take the first turn. Look, didn't even bother putting X in the center square. So we'll put center square where the flash is. He's the solid. So, oh no, we'll block him. Yep, he's smart enough to go up there. No worries. Oh, better block there. Otherwise, we're in trouble. Oh, there's not much we can do now, really. And computer turn. Doodle-loop. That was to tell you that it's a draw. I always found it very disappointing that you couldn't get Merlin to play against himself. Like, if we go computer turn like that, and then computer turn again, it's not flashing. He, like, doesn't take the turn for the other player. So, like, there we go. Won it. without even the other player making a move. Crazy. But, you know, they've only got 2K of program space. Okay, the amazing thing about Merlin, of course, is that it had a proper speaker in it, and it could generate music. It was one of the world's first music synthesizers, as crude as it was, using Music Machine here, and you've got all these different, you don't have to do these, but these are just like example tunes. Mary Had a Little Lamb, Twinkle, Twinkle, Little Star, everything else. So I'll try and get some, hook my mic up to it, get some decent output from this, and we can go new game. Number 2 for Music Machine, and we have the scale. Do, re, egon. Fantastic. So let's go, same game. Here we go. And we can play that back. Computer turn. Neat. And you can put pauses in there as well. Button 0 is a pause. For your musical pleasure, see if you can guess which one it is. Winner! Now, I don't care about blackjack, so we'll skip that. We'll go straight to Magic Square. I always loved Magic Square. So, new game, 5. And the objective of the game is to get all the LEDs around here lit up with the center one off. So we'll start again. It shows you the magic square you have to get to. Then it starts at a random pattern like this. And the LEDs turn on in predictable patterns. So let's say we pushed this one down here. Okay, it'd light up this one. This one, the ones around it, will invert. So this will turn on, this will turn off, that'll turn on. And this one should turn on. Will it? Yep, like that. And the objective is to get that ring pattern around the other side. So you can go like that, whoop. And of course,
If you just go like that, you just go back and forth, just toggle between those patterns. Oh, we've almost done it. Ta-da! We got it! Winner, winner, chicken dinner. And I won't bore you with the other games, but we've got Mindbender there, so you can read all the instructions for that. And we forgot Echo there, so, but yeah, I'm not that excited. But look, check this out. I also have the original, oh, look at this, the original, it's not a reply paid envelope, but I guess we send in our warranty, do we, for our 180 days warranty? Parker Brothers, PO Box 609, Salem, Massachusetts. Are they still there? Should we put something in it and send it to, oh no, to order an AC adapter. There you go. $7.95 for the AC adapter. Massachusetts residents has 5% sales tax. Jeez, that's a bit rich. $1 for postage and handling. It's very China-like. All right, let's just test the battery current, shall we? It's off. Whoop. Oh, yeah, did that jump up to 50 milliamps for the speaker there? Anyway, look at that. 10, and we've only got the one blinking LED. So let's just measure min-max. Max, 81 milliamps. That speaker, whoa, that does the business, doesn't it? So there you go. I hope you enjoyed that quick look at playing around with the classic 1978 game Merlin, one of the biggest selling electronic toys of all time. And it's just fantastic. It is so iconic. It really is. I love it. Anyway, if you enjoyed the video, give it a big thumbs up. Catch you next time. Ja, der Merlin, der Electronic Wizard. Diese Programmierung, echt gut. Ja, für damalige Verhältnisse war das echt Hammer. Du hattest 6 Spiele da drin, du hattest LEDs, den ersten Synthesizer und den ersten Mikroprozessor in so einem Ding. Also ich meine, das hat viele Firsts gemacht, muss man schon sagen. Und jetzt auch mal auf Deutsch. Das ist ein spezielles Handheld-Spiel mit einer Anzeige, die aus 11 LEDs besteht. Die LEDs fungieren auch als Tasten. Das Gerät spielt 6 verschiedene Spiele. Einmal Tic-Tac-Toe, das klassische Spiel, bei dem es darum geht, 3 in eine Reihe zu bekommen. Music Machine, kein echtes Spiel, sondern ein digitaler Sequencer oder Synthesizer. Echo, ein Spiel ähnlich wie Simon Says, hatten wir vorher auch schon. Blackjack 13, eine Variante von Blackjack, bei der der Spieler nahe an der 13 statt der 21 herankommen muss. Magic Square, eine Variante von Lights Out, die haben wir gerade auch im Video gesehen, und Mindbender, eine Variante von Mastermind. Die Neuauflage von 2004 enthält digitalisierte Sprache, aber wir wollten natürlich das alte Gefühl haben, also das von 1978, das ist viel wichtiger als die neue Version mit digitaler Sprachausgabe. Wer will das denn schon? Tja, ich nicht. Nummer 1809 ist Mekon Kid und das würde Mango jetzt gefallen, denn, oder das wird Mango gefallen, das ist einer der ersten Arcade-Maschinen von SNK und SNK hat ja damals auch die, oder macht ja die, die Ding-Reihe, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, ich habe sie selber spielen müssen, aus Wunsch von Mango, verdammt, wie hieß jetzt die Reihe? auf jeden Fall haben die das Neo Geo natürlich gemacht. Daher kennt man sie zum Beispiel. Oder, meine Güte, wie hieß denn jetzt die Reihe? Jetzt fällt mir die verdammte... Ah, Metal Slug. Ja, genau. Metal Slug. Die Metal Slug-Reihe. SNK. Yeah, Mango, we are now with the first first game from SNK. Und, ja, Mekon Kid. Teil 1 habe ich leider nur ein Video, ein Bild davon. Und wie man schon sieht, das ist eine Breakout-Variante. Der Spieler steuert einen Paddel am unteren Rand des Bildschirms und muss einen Ball abprallen lassen, um Steine am oberen Rand des Bildschirms zu treffen, um sie zu zerstören und Punkte zu sammeln. Der Spieler hat nur eine begrenzte Anzahl von Leben, die verloren gehen, wenn der Ball den Boden berührt. Der Highscore wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Ja, das ist quasi das erste
Spiel von SNK gewesen. No, it's not Pong, Mango, it's Breakout. Und Nummer 1810 ist das Mekon Kid 2. Das kam dann später gleich noch hinterher oder so anscheinend. Und das können wir tatsächlich spielen, weil davon gibt es eine Version für MAME. Das war lange auch ein Lost Game, also eins, das man nicht spielen konnte, weil man davon nichts gehabt hat. Aber jetzt, seit nicht mal allzu langer Zeit, hat man es geschafft, das zu emulieren. Und jetzt gucken wir mal. Da müsste eigentlich laufen. Ja. Also, das Mekon Kid 2 ist eine Breakout-Variante und der Nachfolger von Mekon Kid. Neu in diesem Spiel ist eine Darstellung des Raumschiffs Yamato aus dem gleichnamigen Anime als zusätzliches Hindernis für den Ball. Ich kenne den Anime nicht und ich weiß nicht, ob das Schiff genauso aussieht. Aber ja. Aber warum zeigt er jetzt das Spiel nicht an? Ich meine, das Spiel läuft schon. Was soll das denn jetzt? Der hat jetzt einfach aufgegeben, das Spiel anzuzeigen, obwohl er es könnte. Ah, jetzt zeigt es an. Aber es läuft nicht. Warum? Junge! Ach, das läuft über die Fensteraufnahme. Soll über das Game Capture laufen. Könntest du jetzt bitte nochmal das Spiel. Ja, läuft jetzt, oder? Machst du jetzt mal? Danke. Bitte? Ja, geht doch. Meine Güte. So, dann spielen wir jetzt Breakout von SNK. Eins der allerersten Spiele von SNK. Und das Schiff ist ziemlich mies, weil es deinen Ball verschwinden lässt und irgendwo anders wieder auftauchen lässt. Deshalb bin ich nicht erpicht darauf, dieses Schiff zu treffen. Das Problem ist, der Ball ist eh schon scheiße schnell und der Paddle wird mit den Punkten immer kleiner und der Ball wird noch gleichzeitig wieder schneller. Jetzt ist mein Paddle wieder kleiner geworden. Das ist ziemlich unfair. Aber es ist ja auch ein Arcade-Game. Auch noch aus Japan. Das ist gleich doppelt tödlich. Alter. Alter. Und das war's auch schon. Noch eine Runde. Hä, wo? Toll. Es ist auch ein bisschen verwirrend, dass der Spielstand unten angezeigt wird. Alter! Wie klein der Paddel halt dann einfach wird. Mit ein paar Punkten. Das ist total. Was soll das denn? Oh, ich hasse diese Japano-Arcade-Spiele. Die sind so verdammt scheiße unfair. Ja.
Ich meine, ich kenn's ja nicht anders von SNK mit ihrem scheiß Metal Slug. Aber das ist doch ein bisschen zu viel. Oh Gott! Oh, mein Pedal ist so klein! Nein! Ja. SNKs erste zwei Spiele. Breakout. Toll. Schweres Breakout, muss man dazu sagen. Mag ich nicht. Mag keine schweren Spiele. Habe ich mir das richtig ausgesucht. So. Jetzt kommen wir zu einem meiner Meinung nach ziemlich interessanten Spiel. Aber das kommt immer auf die Perspektive drauf an. aber mit sowas kann man mich. Sowas mag ich echt ganz gerne. 1811 zum selber spielen. Auf dem Apple 2. Piep. Und zwar, scheiße, das war zu früh losgeladen, aber vielleicht reicht's ja noch. Von wem war das denn? Hier ist es. Und Play? Oh, es geht eventuell sogar noch. Wunderschön. Also, und dann braucht man noch die Fensteraufnahme. Ist denn der Herr... ist denn da Trina noch da? Also, wir spielen jetzt Micro Trivia. Das ist ein Trivia-Spiel mit 12 Fragekategorien. Je nach Kategorie gibt es einige verschiedene Arten von Fragen. Bei einigen muss die Antwort eingetippt werden, während bei anderen Alternativen vorgegeben sind. Es gibt auch Fragen, bei denen zwei Objekte einander zugeordnet werden müssen und einige der Spieler richtig oder falsch raten muss. Das Spiel ist vollständig textbasiert und die gesamte Interaktion erfolgt über die Tastatur. Und mich kann man ja mit Quizspielen echt, ich liebe Quizspiele, ich mag Quizspiele sehr gerne. So Mango, I need your wisdom for a trivia game. Und natürlich ist jeder dazu eingeladen mitzumachen in diesem Trivia-Spiel. Ich brauche jede mögliche Hilfe. Many Trivia, Mango. Many, many Trivia. Das Problem ist natürlich, man muss immer dazu rechnen, dass es natürlich 1978 rausgekommen ist. Das ist keine aktuelle Trivia. Und wir sehen hier schon, wir haben Nicknames, Famous Animals, Places and Things, Actresses and Oscars, TV Stars, Partners, Quotations, Actors and Oscars, Writers, Crime and Criminals, Sport Heroes, Cowboys and Horses und Stop. Also Stop. Wir fangen mal mit den Nicknames an. Da habe ich schon mal reingeguckt, das ist nicht einfach. Weil man muss halt Nicknamen von Leuten eingeben. Beziehungsweise dir wird ein Nickname vorgegeben und du musst dann wissen, wer das war. That's okay, Mango. So, many well-known people of the 20th century have nicknames. Fill in the names beside the nicknames. The first one is done for you. The Brown Bomber White Show Lewis. Und wir haben als nächstes Sexy Rexy. Ich hab dann gedacht, ja, es kann ja bloß Rex Gildo sein, aber es war nicht Rex Gildo. das Problem ist halt wirklich, die Leute zu kennen, allein schon,
Vor allen Dingen in Deutschland. Ich glaube, es ist nicht so einfach zu wissen, wer jetzt Sexy Rexy sein soll. Ich habe bei den meisten, wo ich angefangen habe, also ich merke schon, es sind dieselben. Also die Fragen wechseln sich nicht ab. Deshalb, ja, ich werde mal Musik mit dazu schlaufen lassen. Das Problem ist, Sexy Rexy ist eine Rose, zum Beispiel. Also es gibt tatsächlich eine Rose, die Sexy Rexy heißt. Und bei Rex, Sexy Rexy war es mir ehrlich gesagt schwierig zu herausfinden, wer es ist. Aber tatsächlich ist es Rex Harrison. Woher ich das weiß, ja, ich habe es gegoogelt. Ich kann ja nicht mal sagen, wer Rex Harrison überhaupt ist. Bei der Golden Chat, das ist ein NHL-Player gewesen. Und das ist Robert Marvin. Oh, verdammt. Hall. Ja. Oder Bobby Hall, wie er halt als Abkürzung heißt. Der ist übrigens am 30. Januar diesen Jahres erst verstorben. Das war ein kanadischer Eishockeyspieler, der als Greatest of All Time anscheinend gilt. Ich kenne mich mit Eishockey nicht so aus, da müsste man jetzt eher. Mike kennt sich ja, glaube ich, ein bisschen im Eishockey aus. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Den Old Blue Eyes, den könnte man tatsächlich vom Nicknamen her kennen. Also ich würde es trotzdem nicht wissen, weil ich würde da jetzt nicht drauf kommen, aber maybe Mango knows who Old Blue Eyes mean. No, I don't know. Okay. Das ist. Oh. Ach. Frank Sinatra? Ich weiß tatsächlich nicht, wie viele es hier gibt als Nicknames. Der Manessa Mole. das ist der Box. Das ist ein Boxer. Und das ist Jack Dempsey. Ach, dann wieder mit dem Ding. Der Duke Cup könnte man auch kennen. So, was ist denn mit dem Internet heute los? Es kotzt heute extrem ab irgendwie ständig. Irgendwas ist mit meinem Internet heute los. Der Duke ist nämlich ein bekannter Schauspieler. John Wayne. Aha, ich hasse das, dass das immer. Il Duce. Das hier habe ich mehr oder weniger gespielt, die anderen kenne ich auch nicht mehr. Ach, El Duce ist Benito Mussolini.
Nicht gut. Der Louisville Lip. Diese Nicknamen, ey. Louisville Lip ist tatsächlich Muhammad Ali? Echt jetzt? Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der diesen Nickname hat. Okay. The Happy Warrior. Ich habe absolut keine Ahnung, wer der Happy Warrior sein soll. Ach, das ist ein Buch? Für Churchill? Echt jetzt? Nein. Hubert Humphrey. Was? Okay, dann nicht. Crazy Legs? Das könnte Michael Jackson sein. Aber der war damals noch nicht bekannt. Es gibt aktuell einen, der so heißt. Das ist aber mit Sicherheit nicht der damit gemeint. Elroy Hirsch? Was? Wenn ich die halt wenigstens kennen würde. Wie viele gibt's denn davon noch? Ja, keine Ahnung. The Desert Fox? Ist das nicht... Der Wüstenfuchs war doch, wie hieß er gleich nochmal? Das muss ich jetzt wissen. Wie hieß der Wüstenfuchs gleich nochmal? Ah! Mein Gott, wie hieß denn der General? Wie hieß der denn gleich nochmal? Mein Gott, helft mir doch mal, Leute! Hauen sie alle ab! Wie hieß der denn? Gott, wie hieß denn der verfickte General? Ich komm nicht drauf. Die Leute sind auch eine Riesenhilfe. Rommel, meine Güte. Wie ist denn der mit Vornamen? Erwin Rommel. Danke für die Hilfe, Leute. Ja, einfach nur Rommel. Also ihr könnt jetzt schon mal ein bisschen netter sein. Wenn ich schon den Vornamen schaue, dann, und sie wollen trotzdem nur Rommel, ist das doch auch dämlich. Der Stilt. Ja, da habe ich keine Ahnung.
Wilt Chamberlain. Na, immerhin. Der Sweater Girl. Marilyn Monroe oder so? Keine Ahnung. Lana Turner. Keine Ahnung. Scarface? Das Namengesicht. War das nicht Tony irgendwas? Der Film, den gab es ja vorher noch gar nicht, oder? Ist ein bisschen zu früh für den Film. Der war 1983. Ach, so nannte man aber Capone. Oh. Okay. Al Capone. Oh. Na, immerhin. Ah, das war's. Schön. Dann kommen jetzt berühmte Tiere, famous animals. Match the description on the left with the names on the right. The first one is done for you. Disney Elephant. Hä? Was? Disney's Elephant? Ach, Dumbo, okay. Racehorse. Ja, da brauche ich doch die Namen. Hä? Match the description? Ach so, ich muss... Ach so. Das könnten prinzipiell alles Rennpferde sein. Also ich denke mal, Bambi brauchen wir noch für was anderes. Winnie wahrscheinlich auch. Gentle Ben. Francis Cheetah. Moby Dick. Dale City. Mein Gott, es könnte jedes davon sein. Ich nehme mal Gentle Ben. Es war 10. Citation. Big Bear. Winnie. Famous Whale. Moby Dick 7. Ja, wenigstens etwas. Disney Steer. Bambi 2. Bambi's Friend. Klopfer müsste dann Thumper sein. Mhm. The Talking Mule. Entweder Francis oder Dale. Ich sag mal Francis. Ja. Tarzans Affe. Ist das Dale? Ich hab keine... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie Tarzans Affe heißt. Mango? Ist Tarzans Ape Dale? I think Mango is way behind. Es bleibt ja nicht mehr viel übrig. Es kann ja fast nur noch... Yes, the talking mule was Francis. Bleibt ja eigentlich fast nur Dale übrig, alles andere macht da keinen Sinn. Aber ich hab noch was anderes. Ich glaube, ich habe nichts mehr anderes. Ich muss nur Dale sein. Oh,
Cheetah, Pooh Bear, das ist Winnie, Chipmunk. Oh, Dale. Okay. Gibt's da noch mehr oder ist es dann immer dasselbe? Ah, das ist langweilig. Weil, dann. Also, leider gibt's tatsächlich keine Abwechslung. Es ist einmal alles und das war's dann. Naja, gut. Dann haben wir. Nummer 3, Places and Things. Choose the correct answer to the question. The first one is done for you. The busiest airport in the world is in... Chicago, Tokyo, New York, London. Chicago? Ist richtig? Echt jetzt? Ich hätte Tokyo gesagt. Okay. The Versailles Palace was built by Napoleon, Louis X., Kardinal Richelieu oder Louis XIV. Der Palast von Versailles. Es war auf jeden Fall vom Ludwig, aber was, der 10. oder der 14.? Ich glaube, das war doch der 14. Nee, warte, der 14. ist zu spät, oder? Oder wurde es von Napoleon gebaut? Ich glaube, es war Ludwig. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Überlege gerade bei Assassin's Creed. War der ja schon gebaut, oder? Ich glaube schon. Aber ich bin mir richtig sicher, dass es vom... Ah, ich sage einfach D. Yes! Stonehenge is located in Ireland, France, Spain oder England. Also ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Es ist schon in England, ja. Es ist nicht in Irland, sondern in England. Ja. The most populated nation is China, India, Russia oder USA. Man muss es ja immer von 1978 sehen. Die Frage ist jetzt, war 1978 China oder Indien mehr Leute drin? Ha. Oder hat sich das mal jemals verändert, dass Indien mal nicht die mit der meisten Population war? Boah, das ist jetzt schwierig. Ich sage, es ist trotzdem Indien. Nein, es ist tatsächlich A. Okay. Yeah, the problem is, Mango. You must see it from 1978. I don't know if it's China or India at this time, but it was China. The nation with the largest area is China, USA, Russia oder Kanada. Das ist entweder Russland oder Kanada. Eigentlich muss es Russland sein. Ja. The longest river in the world is Amazon, Nile, Mississippi oder der Ural. Ich glaube, es ist der Amazonas.
Was, der Nil? Wow. Okay. The greatest mountain range in the world is Himalayas, Rockies, Andes oder Alpen. Ich glaube, die Anden sind. Oh, nee, Himalaya muss es. Naja, wobei. Ja, doch, Himalaya ist richtig. The major language spoken in Haiti is English, Spanish, Portuguese oder French. In Haiti. Ich glaube, Haiti war doch in französischer Herrschaft, oder? Es müsste dann eigentlich französisch sein. Ich glaube, die sprechen Französisch. Ja. The currency of Portugal is the centavo, peseta, escudo oder piastre. Das ist. Jetzt ist es ja der Euro. Ich habe keine Ahnung, was die damals hatten. Also von den Namen her würde ich am ehesten entweder Peseta oder Escudo sagen. Bei Centavo hört sich auch irgendwie cool an. Ha. Ich habe keine Ahnung. Piastre or Escudo. Peseta is Spain. Centavo. What now, Mango? Mango, you should reload the stream one time because you are way behind. Ups. Ich hab einen Punkt gemacht, cool. Ich nehme Escudo. Yes! The busiest port in Europe is Rotterdam, London, Le Havre oder Venice. Rotterdam, London, Le Havre, Venise. Ich glaube nicht, dass London den größten oder bisher den beschäftigsten Hafen hat. Le Havre. Aber Venedig? Ich glaube am ehesten Rotterdam. Wobei London, ich meine, es ist eine Insel, die müssen alles einschiffen.
Wenn sie nicht gerade mit dem Flugzeug es machen. Schwierig. Venedig war es lange Zeit, aber jetzt bestimmt nicht mehr. Und Le Havre, ich weiß nicht. Ich sag Rotterdam. Ja! Richtig! Oh, das war's schon. Oh. Okay, Actresses and Oscars. Jetzt kommen erstmal die Schauspielerinnen. Match the actress on the left with the movies on the right. The first one is done for you. Bette Davis is Jezebel. Ach du Scheiße. Jane Fonda. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh nein. Ich hab absolut keine Ahnung. Oh nein. Da habe ich absolut keine Ahnung. Das ist nicht gut. Ich kenne mal 90% der Filme nicht mal, die da stehen. Ich kenne jetzt allein vom englischen Namen her Mary Poppins. Und das war's. All die anderen Filme kenne ich nicht mal. Ja, da müssen wir schnell durchgehen. Gut. Grace Kelly. The Country Girl. Ginger Rogers. Kitty Foyle. Joan Crawford. Mildred Pierce. Jane Wyman. Johnny Belinda. Julie Christie. Darling, Ingrid Bergmann, hey, richtig, Gaslight, Sophia Loren, Two Women, Joan Fontaine, oh, Suspection, richtig, Diane Keaton, Elf, Annie Hall, Julie Andrews, ja, Mary Poppins, das hätte ich noch wissen können, aber okay, das ist nicht gut gewesen, TV-Stars, Name the stars of the TV shows. The first one is for you. My Three Sons, Fred McMurray, Tarzan. Keine Ahnung? Ich weiß nicht, wer den gespielt hat in Tarzan. Jane? Ron Ely. Wanted Dead or Alive. Ich meine, die Filme sind halt auch uralt, weil sie halt von 78 sind. Ich habe keine Ahnung. War das vielleicht, war das vielleicht John Wayne? Ich habe keine Ahnung. Nein! Steve McQueen. FBI. Keine Ahnung. Mango? Ephraim Symbolist Jr. Ich hab keine Ahnung. Gentle Ben. Dennis Weaver. Wells Fargo. Mr. T. Dale Robertson. Die Defenders? Iron Fist. E.G. Marshall. I Dream of Genie. What? The hell? Barbara Eden. Beverly Hillbillies. Awesome. What the fuck? Buddy Ebsen, Hazel. Brown. Shirley Booth. The fuck you. Fuck fugitive. Lol. David Jensen. Our Miss Brooks. Ich hab keine Ahnung. Nope.
Eve Arden, Johnny Yuma. Wer kennt denn diese Filme? Nick Adams, The Twilight Zone. Kann man kennen, muss man aber nicht. Rod Serling, You Bet Your Life. Ich hab keine Ahnung. Groucho Marx, Bewitched. Warte mal, ist das nicht der Zauberer von Oz? Nee, der heißt ja für The Wizard of Oz. Elizabeth Montgomery, You Are There. No, I'm not. Walter Crockett. Sag mal, wie viele von denen gibt's denn? Oh, keine Ahnung, Gunsmoke. Was, da habt ihr unendlich viele, oder wie? Mannix? Star Trek? Oh, warte. Warte. Star Trek. Okay, jetzt warte mal. Wie hieß der gleich nochmal? William Shatner. Das weiß ich. Was? Nein, ich wollte es nicht mit zwei Teams schreiben. Scheiße. Aber hey, ich habe den richtigen genannt. Okay, ja. Bonanza. Oh Gott, ich habe Bonanza nie gesehen. Jetzt kommen wir wenigstens zu Serien, die ich wenigstens zuordnen kann. Ich weiß, bei Bonanza weiß ich nicht, wie der Typ hieß. Mango, do you know the actor from Bonanza? Alter, ich weiß es nicht. Ah, ich habe keine Ahnung, wie der hieß. Ich weiß es nicht. Lauren Green, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ach Gott, okay. I know Bonanza. So, but I don't remember their names. We need only one, but it's okay. Partners, okay, 6. There have been many partners over the years. The first member of each team is given. You are the type in the second. The first one is for you. Laurel and Hardy. Burns and... Ja, Laurel hätte ich gewusst, aber... Burns and Homer? Alan? Verdammt. Amos... Was? Amos und... Was? Amos? Ich habe keine Ahnung. Warum nehmt ihr die einfachen Sachen für die? Laurel und Hardy, das hätte ich gewusst. Und dann kommt sowas. Amos und... Weiß ich nicht. Buttercup. Andy? Wild Bill Hickok? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott. Gott. Es ist zu alt, dieses Quiz. Ich habe keine Ahnung. Shingles? Chip and Chap. Was? Ach, der heißt ja im Englischen Dale. Chip and Dale. Ich habe jetzt den Deutschen genommen. Chip und Chap. Komm schon. Stan und was? Jan? Und Janni? Jans, genau. Bonnie? Oh. Light. Yes! Solomon und... War es Gamora? Nein. Das war doch jemand anderes, oder? Shiba. Was? Disco Kid? Das sind nicht meine Jahre. Ich habe keine Ahnung. Wer? Pancho?
Bini. Ich kenne die Leute halt nicht. Scheiße. Lewis and the News. Clark. Robin Hood und... Oh Gott, wie hieß denn der andere gleich nochmal? Wie hieß sein Typ? Oder geht's um die Frau? Warte mal, wie ist die Frau von Robin Hood? Oder sein Anhängsel? Der hat doch mehrere Anhängsel. Gott, wie hieß denn diese Lady? Lady irgendwas. Wenn es um die überhaupt geht. Oh Gott. Robin Hood und... Oder geht's um den Mönch da? Ach, ich weiß es nicht. Lady... Oh. Anne. Maid Marian, scheiße! Popeye und... Wie hieß seine Freundin von Popeye? Scheiße! Popeye und oh Gott, wie hieß die denn? Irgendwas mit M, oder? Popeye und... Ich weiß es nicht. Aber wie hieß denn die? Ich habe Popeye nie großartig angeschaut. Oh Gott, Olive? Stimmt. Aber mit Oil. Ja, mein Gott, dann halt eben nur Napoleon und... Seit wann hatte Napoleon jemanden? Napoleon und... Ich habe keine Ahnung, wer mit Napoleon und gemeint wäre. Waterloo? Josephine. Robert Browning. Elizabeth Barrett. Keine Ahnung. Scarlett O'Hara. Emma Hamilton und Lord Nelson. Yoko Ono und verdammt, wie heißt der eine Beatle? Ich bin so durch, dass ich nichts mehr weiß, ey. Und jetzt fallen mir halt die einfachsten Namen schon nicht mehr ein. Yoko Ono und... Aber wie heißt denn er jetzt? Gott, mir fallen nicht mehr die einfachsten Namen ein. Gott, wie hieß er denn? Ich krieg nichts mehr auf die Reihe, das ist doch nicht zu fassen. Mein Kopf ist Matsch, ich krieg das nicht mehr hin. Mir schwirrt die Lieder reihenweise von ihm durch die Gegend, aber ich kann nicht mehr benennen, wie er heißt. Das gibt's doch nicht. Yoko Ono und... Oh Gott. Ich komm nicht mehr auf den fucking Namen, das darf doch nicht wahr sein. Thank you.
dass ich nicht mehr auf diesen verfickten Namen komme. John Lennon, meine Güte. Oh. Lil Ebner, keine Ahnung. Daisy May, Blackwood und keine Ahnung. Blondie. Sean Smith und Pocahontas. Ferrante und Eicher. Simon und Garfunkel, das weiß ich wenigstens. Wow. David and Goliath. Wow. Keine Ahnung. Roy Rogers, Dale Evans, Ozzy and Osbourne. Harriet. Gilbert and Sullivan. Oh mein Gott, ich habe noch 3 Sachen richtig geantwortet. Eigentlich 4, aber egal. Oh. Oh, jetzt kommen Zitate. Das macht natürlich auch sehr viel Sinn bei dem. For each quotation type in the name of the person or character who said it. The first one is done for you. You are a better man than I am. Gunga Din. Rudyard Kipling. I never met a man I don't like. Ach Gottchen, ich habe keine Ahnung. Will Rogers. Say goodnight, Dick. Oh nein. Don Roman. Play it, Sam. Oh, this is... Humphrey Bogart. Speak softly and carry a big stick. Teddy Roosevelt. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Harry Truman. I shall return. Ich komme wieder. I'll be back. Das kann aber nicht Arnold Schwarzenegger sein, das ist noch ein bisschen zu früh. Und lass mir nur wieder I'll be back sagen. Douglas MacArthur. There but for the grace of God goes God. Keine Ahnung. Winston Churchill? There's a sucker burn every minute. Venus Barnum. And AWAAA. Was? Jackie Gleason. Ah, what the euphonious appellation. Was zum Teufel? Religion is the opium of the people. Das könnte von mir sein. Karl Marx. Neither a borrower nor a lender be. Das sind. You ain't heard nothing yet. Johnson, I want to be alone. Greta Garbo. I am not a crook. Richard Nixon. I had a dream. Oh, Martin Luther King. Verdammt, das hätte ich gewusst. Ich hab's zu schnell gedrückt. Come up and see me sometime. Mae West. Thanks for the memories. Bob Hope. Okay. Oh, es ist noch so viel und... Okay, den Rest machen wir vielleicht dann das nächste Mal. Vielleicht sind auch mehr Leute da, die sich mal dazu bequemen, vielleicht mitzuraten. Wäre mal ganz nett. Ist, glaube ich, das erste Spiel, wo wir in den zweiten Part hinübernehmen. Mein Kopf ist auch jetzt Matsch. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Oh Gott. So. Mein Kopf ist matschig. Oh Gott. Uff. Ja, der nächste Stream, der wird entweder morgen oder wahrscheinlich am Freitag kommen. Mal sehen, je nachdem, wie viel Lust ich morgen habe. Oder dann eben am Freitag. Ja, Mango, my head is I don't know any answers now. I am dead in the head.
Dead in the head. Dead in the head. Dead in the head. So, ja, wie gesagt, nächster Stream entweder morgen oder übermorgen. Und dann sage ich noch einen schönen restlichen Abend. Und ja, bis zum nächsten Mal. Entweder beim nächsten Stream oder im anderen YouTube-Video. Und bis dahin, einen schönen Abend. Später gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.